Die beiden Beamten Paul und Konrad sind bereits seit 2 Stunden auf Streife entlang der A4 Richtung Ungarn. Dabei stoßen sie auf einen kleinen LKW mit einem über 100.000 Euro teuren Ferrari. Ich muss den anderen da oben. Aber das war offensichtlich, ja. Spurzwagen. Ja, jetzt haben wir zwei Parkplätze, ist ja wurscht. Schauen wir es an. Ebenfalls auf der Ladefläche ein eher günstiger Gebrauchtwagen. Die Kombination ist verdächtig. Vor allem zählt jetzt die Eigensicherung. Papiere bitte. Ihre Papiere bitte. Ich kontrolliere jetzt einmal, ob die Fahrzeugpapiere mit dem Fahrzeug übereinstimmen. In weiterer Folge werde ich jetzt den Ferrari über die Dienststelle überprüfen, ob das passt. Ja, man sendet jeden Tag einen Ferrari auf einen Anhänger. Und bekanntlich Frechheit siegt. Ich glaube, darunter, dass man sich ihn anschaut. Herr Kollege, kennst du mir da zwei Personen im Eckes überprüfen und ein Fahrzeug? Haben Sie eine Rechnung für den Ferrari oder Zollpapiere? Haben Sie nur die Fahrzeugpapiere? Die Beamten überprüfen nun, ob die Dokumente den Verdacht auf Diebstahl des Fahrzeuges begründen. Wohin bringen Sie das Fahrzeug? Kann man die Zündung einschalten? Einschalten, Zündung. Stopp. Den Kilometerstand habe ich jetzt verglichen. Ob das hinkommt, passt optimal überein. Das sind maximal 10 Kilometer Unterschied. Dürfte es hier auf jeden Fall das Fahrzeug sein, was da auf dem Zettel draufsteht. Wir haben jetzt die Personen und das Fahrzeug in der Fahndung überprüft. Alles negativ. Also, da können wir die Herrschaften weiterfahren lassen. Bitte sehr. Ja, schauen Sie, ob Sie alle Papiere haben. Okay, passt. Also wir haben den Ferrari aufgehalten, weil er doch einen schönen Wert darstellt. Und bei der anschließenden Kontrolle hat halt festgestellt, dass alles passt. Wir haben den auch über Deutschland überprüfen lassen. Er ist mir aufrecht zugelassen. Die Personen wurden ebenfalls von uns überprüft. Bei beiden Personen scheint auch nichts auf, zumindest in Österreich nicht. Kurz darauf erfolgt die Routineuntersuchung eines Kleintransporters, welche die Beamten bald auf eine Geduldsprobe stellen wird. Schönen guten Tag. Verstehen Sie Deutsch? Ja. Zeigen Sie mir Fahrzeugpapiere. A little bit. From your driving license and the paper from the car, please. Bett? Ja. Oh, open it, please. 7 Stück Betten sollten drinnen sein. Schwere Betten. Do you have a paper from this? Ja, ja. Okay, show me, please. Also das Fahrzeug wurde von uns angehalten, weil es augenscheinlich überladen ist. Ja, auf jeden Fall gefährlich. Was ist das? Was ist das? Stimmt nicht, 9. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, follow us. We make a check. We will check your tonnage. Ja, wait. Wir werden jetzt eine Gewichtskontrolle machen. Wir fahren nach Nickelsdorf. Da gibt es eine Brückenwaage, die 24 Stunden geöffnet ist, unter Anführungszeichen. Man sieht es ganz deutlich, die Räder sind stark überlastet. Weiter sieht man, dass der Reifen im Radkasten schon sehr weit drinnen steckt. Und ob da jetzt noch ein Federweg vorhanden ist oder nicht, da müssten wir jetzt unten reinkraxeln. Da sieht man die Gummipakete und die liegen schon deutlich auf. Also da gibt es keinen Spielraum mehr und das Fahrzeug ist ungefedert sozusagen. In Wien startet Busfahrer Franz seine tägliche Arbeit. Sein Arbeitsplatz ist die Autobahn und oft verbringt er dort mehr Zeit als bei seiner Familie. Heute hat er eine besonders heilige Fracht. Hallo, Anna, grüß dich. Ja, das Ziel der Reise ist eine Pilgerfahrt nach Medjugorje, Landau. Es ist mehr eine besinnliche Fahrt sozusagen. Ne? Es ist schon das Gemütliche, kommt auch nicht zu kurz. Ne? Aber das Hauptziel ist halt auch das kirchliche Ereignis. Und dann, ne? Das kommt an der Alp rein? Das kommt rein, weil das brauche ich drinnen, Gebetsbücher. Auf so einer Fahrt sollte man unbedingt die Bibel mitnehmen, den Rosenkranz mitnehmen und
Ja, vor allem das Herz offen, damit wir viele Gnaden unten bekommen, denn die Mutter Gottes ladet uns jeden Einzelnen persönlich ein. Und wenn wir unser Herz öffnen, dann bekommen wir sehr viele Gnaden. So, alles da, dann fahren wir ab. Franz kennt solche Fahrten und bringt die Gruppe von rund 10 Personen zuerst nach Graz, wo noch weitere Reisende zusteigen werden. Ich möchte uns alle segnen, ganz besonders unseren Chef, unseren Franz, damit Mutter Gottes und der Herr uns beschützt. Es segne, behüte, beschütze und begleite uns alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Also der Segen ist an und für sich sehr wertvoll. Man soll auch viele Menschen segnen. Das ist eine Gnade Gottes und wir kommen sicher an. Wir haben den Glauben, dass wir sicher ankommen dadurch. Ich bin jetzt schon ca. 13, 14 Mal fahre ich runter nach Medjugorje. Für mich ist das überhaupt pure Freude und Frieden und Liebe zu Gott und zu der Mutter Gottes. Hat er das erzählt, der Hans, dass ich letztes eine schwierige Gruppe mitgehabt habe? Mhm. Oh, graue Haare habe ich schon gehabt. Gott sei Dank sind solche nicht so oft, nicht so schwierige Leute, aber das war. Ja, aber da habe ich wenigstens was zum Aufopfern gehabt. Gell? Doch bevor es auf die Autobahn geht, lässt Anna, die Reiseleiterin, sich auch schon ein gutes Werk vollbringen. Können Sie das lesen, was da oben steht? Franz, siehst du das? Nein, ich sehe es nicht, leider nicht. Ich sehe es auch noch nicht, aber gleich wird grün sein, dann werden wir das lesen. Dann nehmen wir mit den armen Kerl. Wenn es wirklich bis Graz ist. Nachdem wir ja gute Menschen sind, wollen wir immer gute Taten tun. Heute habe ich schon einige gemacht. Also wäre das dann die letzte gute heute. Was ist das? Steht Graz? Ja, Franz, das ist Graz. Den nehmen wir mit. Der kann das gar nicht glauben. Der kann es gar nicht wissen, gell? Wo wollt ihr denn hin? Ja, aber habt ihr jemanden? Wir fahren nicht einer nach Graz, wir fahren nur bis Grala. Habt ihr jemanden, der euch von Grala abholen kann? Nein, das ist nicht. Oder wir können irgendwo stehen bleiben auf der Autobahn. Dann können wir euch mitnehmen. Das ist in der Nähe von Graz und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Ja. Okay, ja, dann kommt. Kommt einer. Super, danke schön. Steigt ein und geht zurück. Sucht euch hinten am Platz. Ja, so machen wir das, dass wir halt einfach Leute mitnehmen, die Hilfe brauchen. Und dazu sind wir auch da. Platz haben wir, warum nicht? Günther und Thomas von der Mautaufsicht beginnen ihren Dienst mit einem Blick auf ihr Datensystem. Das verrät sofort, ob sich auf der Autobahn ein Mautpreller befindet. Im Prinzip kann er jetzt die Straßenzüge in Österreich abfragen und Kennzeichen, die ein Mautdelikt haben, ein Mautvergehen haben, scheinen bei uns auf. Und das heißt, wir können gezielt dann auf die LKWs zugreifen, warten, bis das kommen oder sie auch verfolgen, wenn notwendig. Es dauert auch nicht lange und das System hat einen Mautpreller angezeigt, der gerade die ungarische Grenze nach Österreich passiert hat. So, guten Tag, Mautaufsicht. Sprechen Sie Deutsch? Englisch? Okay. Motor aus, bitte. Dokumente? LKW? Da hat beim letzten Mal, wie er in Österreich war, zu wenig Mautguthaben auf der Go-Box gehabt. Das haben wir ihn angehalten. Jetzt sucht er mal seine LKW-Dokumente. Und dann werden wir ihn damit konfrontieren. Ganz blöd. Und zwar April. Das ist Data. Mein Go-Box, mein 4-Signal, Kredit war Finnisch. Aber wir haben die Möglichkeit darin, er versteht nicht wirklich Deutsch und Englisch, dass wir ihm das auf Rumänisch übersetzen können, ausdrucken, dass er das lesen kann. Klar, die sprachliche Barriere ist ein Problem, mit dem wir alltäglich zu kämpfen haben. Wir haben Übersetzungsfolder, wo in den entsprechenden Landessprachen eben niedergeschrieben ist, was wir von den Fahrer wollen, warum wir Geld verlangen, warum wir die Ersatzmaut verlangen. Der angehaltene Rumäne versucht lautstark zu verhandeln. Nichts Ungewöhnliches für Günther und Michael. Mai. Ja, das ist von Mai.
Retour, retour, okay? Ja, wo, weiß ich nicht, wo Sie hinfahren. Sie müssen auf das Signal horchen. Da kann ich mal sehen, da Colo. So. Das bekommen wir jetzt mit einer Karte. Firma. Dankkarte. Bei uns. Nicht Firma. Er hat die Möglichkeit, bei uns mittels einer Tankkarte zu bezahlen. Das heißt, wo er normal auch einen Treibstoff bezahlen kann, ist auch bei uns möglich, dass er die Ersatzmod bezahlt. Na ja, bitte. Ja, ich kann auch kein Rumänisch, aber nehmen wir mal an, er hatte von uns schon den Text zu lesen bekommen auf Rumänisch, warum wir ihn angehalten haben, dass eben an dem bestimmten Tag das Guthaben ausgegangen ist. Na ja, bitte. 350 Euro, Schatun, Schatun. Deci? Dass man Ersatzmod zahlen muss. Trebuie să spun așa. Das ist nicht laut, das ist das Temperament. Über einen Treffer freut man sich schon, weil die Arbeit ist man wird damit belohnt. Das ist wie wenn ein Handwerker Tischler ein schönes Werkstück, Möbelstück anfertigt. Das schon, aber das ist auch ein Jagdfieber, was nicht. Das ist eine tägliche Arbeit. Plăteam cash și nu era nicio problemă. 350 cerut, 350 dat. So. Das ist Ihre Bestätigung, gell? Die 220 Euro im Bar, nach Bundesstraßenmautgesetz, Mautguthaben zu wenig, Numero LKW und da ist das Datum an das Wagen. Okay. Der rumänische Fahrer hat keine andere Wahl und bezahlt die hohe Strafe aus eigener Tasche. You ready? Okay, follow us. Die beiden Beamten Paul und Konrad haben einen überladenen Klein-LKW angehalten. Der Fahrer, der am Weg zu seiner Familie war, muss ihnen nach Nickelsdorf folgen, um das genaue Gewicht festzustellen. Folgen Sie mir. Ja, jetzt sehen wir das Gewicht mit dem Lenker, so wie es gehört, mit 4490 Kilogramm. Höchstes Gesamtgewicht von dem Fahrzeug sind 3500 Kilogramm. You follow us to the border. Der LKW-Fahrer muss nun den Beamten nach Nickelsdorf zur Grenze folgen, damit er die Möglichkeit hat, die Ware in einen anderen Transporter zu laden. Wir haben gerade ausgerechnet beim Herfahren, dass wir eine Überladung von 28% haben, was extrem ist. Der linke Seitenspiegel wird dann wahrscheinlich auch in der Anzeige angeführt, weil das passt auf alle Fälle nicht. For all this, I have all the paper. This is all the paper? And this is all. No, this is just for this. This is it. Ja. Du hast den Lieferschein und 10 mehr dazu, 831 Kilo. This is for beds, not 7 beds. No, no, this is for... Yes. 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 See. Zudem kommt noch, dass sich unter der Ladung auch leicht brennbare Stoffe befinden. Too little. One kilo. Too small. Na, für diese Ladung braucht er, ich muss nochmal nachschauen, ja. Aber braucht er einen Feuerlöscher mit Mindestfassungsvermögen von 2,5 Kilo. Eben um den Motorbrand oder einen Motorbrand löschen zu können. Ja, meine Rechnung beläuft sich auf 440 Euro. Und das kommt jetzt noch dazu. 440? Zu den normalen Übertretungen. Also wir werden jetzt auf eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 752 Euro kommen. Ja, sollen wir den Herrn mal konfrontieren damit? Ja, damit er das dann sein Chef auch mitteilt, wenn er einen zweiten LKW bringt. Sollte das Geld nicht mit haben, dass ihm der zweite LKW-Chauffeur hier das Geld mitbringt. Ja. Have you the money? I don't know. Are you speaking like this? Have you a credit card? No. Mit einer so hohen Strafe hat der Rumäne nicht gerechnet. Und das bedeutet für ihn, dass er zumindest für diese Fahrt keinen Lohn bekommt. Muss man natürlich aufpassen, auch wenn man die Papiere hat von dem Lenker. Aber wenn er sich vom Fahrzeug entfernt, kann es leicht sein, dass er unter Umständen flotte Sohlen bekommt und dann ist er weg. Das wollen wir natürlich nicht haben. So wie es ausschaut, wird es wahrscheinlich länger dauern, bis wir zu einem Geld kommen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eben
Zwangsmaßnahmen zu setzen. Und wir machen hier Folgendes, dass wir die Kennzeichen runternehmen. Ich glaube, er ist ein bisschen von seinem Chef im Stich gelassen, so wie es aussieht. Und wie er ihm gesagt hat, wie viel Geld er zu bezahlen hat, hat der Chef aufgelegt. So, Wolfgang, wo fahren wir hier heute? Ja, checken wir mal gemütlich die A3. Verstanden. Gemütliche Checker sind. Die Beamten Wolfgang und sein Kollege Gerhard verbringen seit 20 Jahren ihren Dienst auf der Autobahn. Schwerpunkt sind unter anderem Schnellfahrer. Das taugt mir, die Auffahrt taugt mir irgendwie so, ich weiß nicht wieso. Aber der wird jetzt schnell, pass auf. Geht schon auf, dass die hinter uns sind. Ja, dass die hinter uns sind, weil der ist ja. War das 158? Grüß Gott, guten Tag. Landesverkehrsabteilung Burgenland. Die Zivilstreife. Von Ihnen bitte Führerschein vom Fahrzeug, bitte den Zulassungsschein. So. Frau Diplom-Ingenieur, Folgendes. Wir sind hinter Ihnen gefahren, gleichbleibenden Abstand. Das ist ein Videoüberwachungsfahrzeug der Zivilstreife Burgenland. Wir haben 2 500-Meter-Messungen gemacht. Der eine mit 158, die zweite mit 154. Das ist zu schnell. Das ist definitiv zu schnell. Ihr Dacher sagt der Weile bei 160, das heißt, Sie wissen, dass Sie zu schnell gefahren sind. Okay. Sie zeigen mir bitte das Bannerträger, Verbandspaket und die Warnschutzweste. So wie es jetzt bei uns ist, nicht. Wir sind zu zweit. Grundsätzlich sichert einer immer die Amtshandlung ab. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt bei der Amtshandlung hier. Der Kollege geht zur angehaltenen Person. Ich stelle auf der anderen Seite, sicher das Ganze. Was ist, wenn Sie jetzt eine Panne haben und plötzlich zum Verbandspaket müssen? Wenigstens zu dem. Bahnanträge ist sehr gut. Und wenn Sie jetzt sich selbst auf Pflaster geben müssen, ja, auch gut. Ich bin ja nicht zum Spaßen. Ich habe ja auch Frau Diplom, schon jetzt nicht umgehalten werden. Das sind die Dinge und Ausrüstungsgegenstände, die was mindestens griffbereit liegen sollten, weil sie können sich auch sich selbst helfen müssen damit. Was ist, wenn sie in einen Verkehrsunfall verwickelt werden und sich schneiden? Frau Diplom-Ingenieur, 50 Euro an Ort und Stelle biete ich Ihnen an, damit ist die Sache sofort erledigt. Ja, Dankeschön, gute Weiterfahrt, sicheres nach Hause kommen. Auf Wiedersehen. Aber es sind viele, die so ungehalten sind, aufgrund dessen, weil man sie natürlich angehalten hat, weil man sie auf einen Fehler aufmerksam gemacht hat, den sie begangen hat, weil das ist ja auf dem Video ersichtlich. Und dann fühlen sie natürlich auf den Schlips getreten, fühlen sich ertappt und dann sagen sie, ja, dann kommen sie mit einer etwas ungehalteneren Schiene. Nicht? Das kann von mir keiner erwarten, dass ich mich beflegeln lasse, nur dafür, dass ich meine Arbeit da mache. Nicht? So soll es nicht sein.